Schönen Sonntagmorgen an alle Zuschauer da draußen an den Endgeräten. Mein Name ist Marius Stürmer. Mein Name ist Lena Tetzner. Und wir können heute so früh direkt ein wunderbares Spiel erwarten. Ein richtiger Klassiker ist das. Bonn gegen München. Also Rhinos Bonn gegen die Münchner Wolpertinger. Genau. Weißt du, das sind jetzt, ist jetzt ein sozusagen Upper Bracket Spiel? Also um welche Plätze die gerade spielen? Also es ist ein total abgefahrenes Turniersystem. Das ist quasi, nee, quasi ein Upper Bracket Spiel. Ich glaube, es ist irgendwie jetzt das Schweizer System in den Top 8. Und wer jetzt gewinnt, der bekommt innerhalb dieser Top 8 Platzierungen ein höheres Ranking. Ah. Soweit ich das jetzt durchdringen konnte. Ja. Und wer ist dein Favorit für dieses Spiel? Ich denke schon, dass München das machen wird. Ich konnte ihnen beim EQC zugucken und es war einfach unglaublich. Und gestern habe ich auch ein, zwei Spiele gesehen, wo sie einfach nur über den Platz gefegt sind. Von Rhinos Bonn habe ich leider gestern kein Spiel gesehen. Hast du da irgendwas gesehen? Vom Bonn habe ich auch nicht viel gesehen, glaube ich. Ich würde noch zu bedenken geben, dass bei München jetzt ein relativ kleiner Kader da ist. Verletzungsbedingte sind sie, glaube ich, mit 16 Mann, glaube ich, oder also 16 Personen angereist. Und die Bonner sind ein bisschen mehr. Stimmt. Okay, und Head Referee in diesem Spiel ist Niklas. Der deutschlandweit bekannte Referee, wird sicherlich einen soliden Job machen. Und hier sehen wir die Team-Chance. Ich mag den von den Münchnern. Ich finde den auch super, den Team-Chant. Und sie sehen auch sehr gehypt aus. Also ich glaube, die werden sich hier nichts nehmen lassen. Die sehen gerade richtig aggressiv aus. Ja, der eine schwingt den Stock, als wäre es eine E-Gitarre und er wäre Rockstar bei den Rolling Stones oder so. Der hat Bock. Und ja, Bonn ist mehr so ein bisschen gesittet, Leon. Ja. Bürger, es gibt gerade letzte Unterredungen mit Christian Zimpelmann. Auch der Keeper, Ruhn, spaziert jetzt langsam auf den Pitch, schmeißt seinen Besen hin. Jetzt hat auch noch Niklas kurz was zu klären. Ja, es ist gemütlich morgens. Und obwohl wir jetzt so ein heftiges Spiel haben, scheint jeder interessiert daran, es ruhig angehen zu lassen. Mal gucken, ob das auf dem Pitch auch gleich so aussieht. Und immerhin haben wir heute schönes Wetter und wenig Wind und hoffen, dass es dabei bitte bleibt. Genau, also gestern war es sehr schwierig, einen geraden Pass zu werfen. Ja. Und besonders das letzte Spiel, Augsburg, das war im Regen echt witzig dann. Oh, und Brooms up. Chaser laufen los. Ach, schade. Ja, erst Waffelbesitz von Bonn und dann gleich zurückerobert von München. Die Nummer 29, das ist Keegan Medellin. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Und Valentin Fensterseifer bekommt den Pass aber nicht. Und Quaffelverlust, ja. Es kommt ein No-Beater-Call. No-Beater und er zieht er durch. Und ein Tor von Rhinos Bonn. Boah, also so aus dem Laufen so ein Tor zu schießen, das muss man erstmal können. Ah, ganz hektischer Beginn. Ja, stimmt, also da ging es wirklich direkt zur Sache. Ja. Sah nicht so koordiniert jetzt aus von beiden Seiten. Nicht wirklich. Aber für die erste Minute ist das super Schmerzen. Ja. Eine Blatscher-Kontrolle ist jetzt auch bei Bonn. Bonn-Blatscher-Kontrolle, das ist was man nicht gerne hat. Oh, das haben sie schön gemacht. Das war echt schön. Quaffelbesitz und Blatscher-Kontrolle. Wird das noch ein Tor für Bonn geben? Okay, das finde ich jetzt gut. Das ist ein guter Anfang von Bonn. Das hätte ich nicht erwartet. Aber Bonn hat ja wirklich auch Top-Spieler auf dem Feld stehen. Viele Nationalspieler. Da ist er auch nochmal einfach durchgezogen. Einfach eiskalt. Hat er die Münchner Defense stehen lassen, die... Das steht bei ihm sogar bei seinem Namen Harun. Das ist halt ein sehr schneller Spieler, ist, der praktisch nicht zu stoppen ist, wenn er es mal probiert. Ja. Das würde ich jetzt anhand der Spielszenen so unterschreiben. Ja. Und hier ein Duell zwischen Valentin Fensterseifer und Jana Tschung. Ah. Das war auch ein sehr schönes Tor. Schöner langer Pass. Was für ein schönes Tor.
Aber der kleine Bieterchor kommt sofort und Harun macht seinem Cheat-Sheet alle Ehre. Ja. Aber hier hat... hier wurde der Ball leider nicht gefangen. Der Spielstand ist im Moment 20 zu 10. Was geht denn da? Also... Madeleine hier nicht zu stoppen. Versucht sich gegen Leander Troll durchzusetzen. Und Bonn wieder im Koffelbesitz. München hat auch jetzt schon einige Male den Ball verloren durch... indem sie den Bietern einfach entgegengelaufen sind. Und darauf gedacht haben, zu schaffen, indem sie ihn abwehren mit dem Kurfel. Und das hat bisher gerade noch nie funktioniert. Ja, das Dodgen. Ja, genau. Den Begriff habe ich vergessen. Ja, kein Problem, wir sind ja ein Team. ja, ich weiß auch nicht, manchmal klappt das irgendwie voll gut und manchmal auch überhaupt nicht. Aber ich glaube, gegen ein Team wie Bonn würde ich es nicht ausprobieren wollen. Nee. Hier Corporal Control von München. Einfaches Tor. Und 40 zu 10. No goal. Ah. No goal, sagt Niklas Müller. Und so bleibt es 30 zu 10 für Bonn. München startet einen langsamen Angriff, versucht sich jetzt noch zu formieren. Man hat auch eine ziemliche Hoop-Defense, haben jetzt drei Leute direkt von Hoops, zwei Chaser, einen Bieter. Ja, stimmt, die stehen relativ kompakt da vor den Hoops. Es wurden aber auch gerade auch alle Point-Chaser rausgebietet. Ja, das wird zum Tor. Haben sie schön gemacht, schön rumgepasst, sich langsam rangetastet. Ja. Oh, da kommt ein Blatscher auf uns zugerollt. Okay, zwei. Jo, hier kam gerade ein Blatscher ins Livestream-Equipment geflogen, aber durch den heldenhaften Einsatz von Annemieke konnte der Blatscher geklärt werden. Ein bisschen Kuddelmuddel bei den Bietern. Ja, sehr viele Bieterduelle gerade. Leander wusste gar nicht, wie ihm passiert. Auf einmal wurde er gebietet von hinten. René Schneider ist das, wenn ich mich nicht irre, gewesen. Ja, muss er sein. Ein toller Bieter. Sind sowieso gerade ziemlich starke Bieter bei Bonn. Ja, bei München auch. Also Lukas und René hier gerade mit Blatscher Control starten einen Napalm-Angriff. Valentin Fensterseifer, hoffentlich. Ja. Ja, den haben sie nicht runtergekriegt. Ui, Tor. Kein Tor. Er hat gerade eine Warning bekommen. Also hast du gehört, warum? Nein. Schade. Niklas. Und da der Keeper bei Bonn mit der Nummer 11, ist das wirklich noch ein Elster oder meinst du, der hat sich ein Trikot ausgeliehen? Die Nummer 11? Ja, bei Bonn. Ich hab den auch nicht mal auf meiner Liste. Wahrscheinlich. Den gibt's nicht. Vielleicht ist das ein neuer Spieler. Oh, aber das war gerade ein Tor. Oder auch. Gut gemacht. Nicht. Aber es gibt einen Broomstown, ja. Und die Referees beraten sich. Was wird da wohl passieren? Sehe Schulterzungen bei Bonn. Wissen auch nicht, wie ihnen geschieht. Ein paar Diskussionen. Leute, die irgendwo hinzeigen. Goal ist gut. Ja. Der neue Spielstand ist 40 zu 20 für Bonn. München hat sich da relativ schnell wieder gefangen. Nach den ersten Schockminuten. Und es sieht jetzt echt nach einem spannenden Spiel aus. Also. Ja. Würde mir jetzt auch schwer fallen, zu sagen, wer hier mit dem Sieg rausgeht. Das könnte tatsächlich der Snitch-Catch entscheiden. Und. Keine Beater-Call, kam gerade eben wieder von Bonn, aber da ist noch ein Beater jetzt. Das ist immer sehr gut, wenn ein No-Beater-Call kommt, da steht doch der jemand. Der versucht sich hier durchzutanken und... Ah, ja, Tor. Schönes Tor von Bonn. Das war richtig Teamwork.
Das war wirklich Teamwork. Er hat sich da durchgedrived und dann ein bisschen rumgepasst und dann Nummer 16 verwandelt. Und währenddessen findet da gerade im Bonner Strafraum ein bisschen Kuddelbuddel statt. Schönes Gegentor, ja. Direkt wieder eins auf die Mütze gegeben. 50-30. Also die Wieder, die schenken sich auch wirklich nichts hier. Jetzt gibt es einen Broomstown. Ich glaube wegen der Situation da gerade vorne. Ja. Hier wird ein bisschen erzählt. Tim, der Assistant Ref aus Darmstadt, hat ja wohl was gesehen und klärt das mit dem Head Ref Niklas ab. Naja, ich glaube, es gibt eine Karte. Er macht sich schon mal schweren Herzens bereit. Daran merkt man es dann immer. Okay, dann nehme ich meinen Besen und gehe halt. Ja, er packt schon mal seine Sachen ein. Okay, es gibt eine gelbe Karte für die Nummer 22 wegen Illegal Contact. Kontakt am Hals? Ja, Kontakt am Hals, ja. Das ist verboten beim Quidditch. Ja. Man darf lediglich den Bereich zwischen den Knien und den Schultern betackeln. Ist das ein Wort? Das klingt gut. Wir machen das ein Wort. Martin Bayer packt auf jeden Fall seine Sachen und macht sich bereit, in die Subbox zu gehen. Es gibt noch eine kurze Diskussion, weil der Speaking Captain von Bonn der Schiedsrichterentscheidung widerspricht, oder? Aber ist jetzt jemand in der Subbox? Nein. Ja, vielleicht wegen dem Tor. Wegen des Tores, ja. Dann wird die Penalty Time ja aufgehoben. Genau, wenn ein Tor passiert, also entweder man steht eine Minute in der Box nach einer gelben Karte oder es ist ein Gegentor gefallen. Da muss man dann nicht. Oh, ein schöner, langer schöner Pass. Pass. Ja, der ist auch noch angekommen. Jetzt sollte er auch zum Tor führen. Hanna Große ist das, wenn ich mich nicht irre, oder? Nummer 55, ja, Hanna Große. Super Spielerin. Ach, das war als Pass gedacht. Ja, das war aber Tor kam an. Das sind meine Lieblingstore. Ja, so diese. Weil alle immer so überrascht sind. Genau, diese Ausversehen-Tore. Ja. Vielleicht war es ja aber auch kein Versehen. Das könnte auch sein. 60-30 auf jeden Fall, das heißt München nur in Swim-Range. Mal gucken. Bisher haben sie aber sich solide wieder rausgefangen. Schon wieder ein No-Beater-Call. Das passiert ziemlich häufig. Und Tor für Bonn. Durch. München ist nicht mehr in der Swim-Range. Das haben wir jetzt wirklich schon häufiger im Spiel gesehen, dass wenn Bonn im Angriff war, kam No-Beaters-Call. Ja, was genau. Was machen die Beaters währenddessen denn? Vielleicht sollte ich mir auf das Beater-Game schauen. Ich achte da ehrlich gesagt gerade auch nicht so drauf. Aber es ist hart. Bonn ist einfach bekannt für diese starken, aggressiven, dominanten Beater. Mal schauen, ob München da noch was entgegensetzen kann. Boah, ja, das war. Anni Sharma wurde jetzt gerade rausgebietet, läuft resigniert zu den Ringen und ist jetzt wieder im Spiel. München versucht relativ weit vorne zu verteidigen. Bonn findet auch erstmal kein Durchkommen. Haben sie jetzt aber sehr gut gemacht mit den einzelnen Männern abdecken. Oder Frauen. Ja, haben jetzt einen schlechten Wurf provoziert und sich den Truffel wieder zurückgeholt. Schöne Defense. Und München hat sich auch Bludger Control zurückgeholt. Aber damit konnten sie gerade nicht viel machen, weil es gibt wieder einen Broomstown. Ah, ich glaube, Timeout. Ja. Ein Timeout. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. München hat jetzt ein Timeout verlangt. Steht 70-30. Guter Zeitpunkt für ein Timeout. Ja, kann man mal machen. Was denkst du, wird jetzt gerade diskutiert? Welche Möglichkeiten könnte es für München geben? Also ich denke, sie müssen einfach versuchen, das Beater-Game ein bisschen zu ändern. Ich weiß nicht, was man denen entgegensetzen kann, den Bonnern-Beatern. Weil die Chaser machen es eigentlich. Ja, ich finde auch die Beater machen eigentlich einen soliden Job. Also ja, mir fällt es auch schwierig, da Verbesserungsmöglichkeiten irgendwie zu sehen. Also wir nutzen auch Timeout einfach immer um, bleibt ruhig, macht genauso weiter, jetzt nicht den Kopf verlieren sozusagen. Das hilft als meistens schon mehr als irgendwelche Taktiksachen. Oder einfach mal den Flow zu stören vom gegnerischen Team. Dass sie dann auch denken, was haben sie jetzt nur besprochen? Jetzt sind sie viel besser. Ja. Kann manchmal funktionieren.
damit sie richtige Angst bekommen. Ja. Okay, der Timer noch schon vor Ende. Das war krass, wie schnell so eine Minute manchmal rumgeht. Ja. Ne? Das hat sich halt wirklich nicht wie eine Minute angefühlt. Im Gegensatz zu, wenn ich Klausuren schreibe, da ist die Minute dann... Ganz kurz. Unendlich. Und München trägt den Quaffel über die Linie. Wird auch direkt attackiert von Leander. Musste die Reset-Option nutzen. Niklas hat schon die Pfeife im Mund. Schade, der Pass kam leider nicht an. Und ich finde es auch sehr gut, das habe ich jetzt bei Bonn die ganze Zeit gehört, also es wird wirklich jedes Mal gesagt, wie viele Beater gerade da sind. Damit ihre Chaser wissen, was sie tun können. Das heißt, ich glaube, die Kommunikation bei Bonn ist, wirklich ziemlich, ist wirklich gut. Das ist auch für uns praktisch, weil dann müssen wir... Ja. So, okay, genau, da steht es mal wieder. Danke Bonn, dass ihr unsere Arbeit leichter macht. Und München, schönes Tor, wow. Wow. Genau so soll es aussehen. Ein paar schnelle Pässe spielen. Und dann zack rein das Ding. 70-40. München jetzt wieder ins Swim Range. Ja, Julia versucht sich an einem Drive-Ball. Ist die schnell? Da kann sich vielleicht noch eine Scheibe abschneiden. Aber München stand zu kompakt am Ring und ist durchgekommen. Die Nummer 25. Die gibt's bei mir auch nicht. Aber wirklich sehr schnell. Boah. Ja. Warum? Macht das Tor. Wenn sich mal ansetzt, kommt er durch. Ich glaube, der hat tatsächlich jetzt die Hälfte aller Tore geschossen. Definitiv. Nicht schlecht. Er wechselt jetzt auch gleich aus. Ja. Hat seine Arbeit getan. Mal durch. Ja. Feierabend. Muss nur noch 4 andere Spiele spielen heute. Oh, so viele Spiele. Ja. Also wir spielen ein etwas kompliziertes Turniersystem, ja, das wir auch noch nicht ganz durchdrungen haben. Auf jeden Fall gibt es sehr viele Spiele, was zu relativ absurden Begegnungen gestern geführt hat. Ah, das sah tat nicht gut aus. Das sah wirklich gar nicht gut aus. Er ist richtig mit dem Kopf auf den Boden geknallt. Ja, scheiße. Entschuldigung. Das dürfen wir da sagen. Ich habe gute Reise gesagt. Aber... Ja, aber das hat man bis hierher gehört. Ja, hoffen wir, dass es nichts... Schlimmes ist. Ja. Aber wegen dem Turniersystem doch mal, ist natürlich dann auch für einen kleineren Kader wie München echt schwierig. Definitiv. München hat ja große Ambitionen an den deutschen Meisterschaftstitel. Ja. Hat auch im Ligafinale gewonnen. Also werden sie, denke ich, auch ein Team, was definitiv dafür geeignet wäre, aber mit einem kleinen Kader bei so vielen Spielen. Ja. Und jetzt so eine Verletzung. Haben ja auch beim EQC den 7. Platz belegt. Ja, den 7. Platz belegt. Ja, bestes deutsches Team, glaube ich. Ja. Also die können ja durchaus was reißen. Safe! Ah, der war schon bereit, nicht safe zu sein. Die Nummer 9, Simpelmann. Und auch München versucht hier den Quaffel an der Mittellinie zu halten. Tech okay, das war ein wunderschöner Drive-Through von der Nummer 7. Ja. Troll. Leander Troll, ja. Nationalspieler. Ja. Okay, und einer der Veteran. Gründer von Bonn. Genau. Ja, Bonn zählt ja noch als... Ja. Der freut sich. Und hier ist wieder Nummer 11, Elster am Start. Die Nummer 29 tut jetzt nochmal das Team anfeuern und sagt, kommt schon weiter. Und feuert uns mal richtig an, hat er auch von der Bank gefordert. Oh ja, es kriegt gerade ziemlich viel ab irgendwie. 2 Beater-Battle, ein Quaffel-Battle. Und ein Bludger-Control bei Bonn. Ah, der Beater der Münchner ist ziemlich nah bei den Hoops. Und Bonn. Der Ball kam tatsächlich nicht an. Hat es nicht geschafft, ja. Aber der Keeper hat noch nicht überall. Jetzt. 90-50, um es nochmal zwischendurch zu sagen, steht es gerade. Also Bonn mit 4 Toren im Vorsprung.
Und ja, sie war alleine gegen 4 Leute. Ja, One Man Army. Ja. Gut, kann man da mal sagen. Gibt auch ein gerechtfertigtes Ahu, Ahu, Ahu aus der Subbox der Bonner. Von der Nummer 9, Zimpelmann. Weißt du da auch den Vornamen? Ja, ja. Ist auch Nationalspieler. der Mann kann wirklich alles. Also der spielt Seeker, Keeper. Ja. Oder Keeper weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber Chaser. Und ist einer der fähigsten Seeker, würde ich mal so behaupten. Aber hier drive die Nummer 18 nach vorne. Und dann noch schön den Beat ausgewichen. Und macht das Ding. Hat ihn erst kurz fallen lassen, greift ihn dann wieder auf. Oh, das ist bitter für München. Und jetzt steht es 110 zu 50. Das ging jetzt doch relativ schnell. Die letzten Tore gingen schnell rein, ja, hast recht. Das ist so schwierig. Ich weiß jetzt auch nicht genau, woran es liegt irgendwie. Ich auch nicht. Die werden einfach manchmal überrannt. Und können dann den Quaffelträger nicht aufhalten. Weil jetzt hat München Bludger Control. Mal gucken, was sie jetzt damit machen können. Valentin Fenster-Seifer versucht jetzt auch mal einen Drive. Wird leider gebietet. Schade. Das war einer nach dem anderen gebietet. Einer nach dem anderen wieder rausgebietet. Und Lukas Schmidt, ein ehemaliger Feuerbacher Spieler, trägt den Bludger in der Hand. Hat eine der Münchnerinnen gerade ein anderes Trikot an? Die Nummer... Ja, genau, das ist das alte München-Trikot. Ah, die Nummer 88. Ja. Ja. Das hat mich gerade sehr verwirrt. Ja, das mit dem... Bonn trägt ja jetzt gerade auch, glaube ich, irgendwie so ein Wintertrikot oder so. Normalerweise spielt ihn ja im Rheinhausblau. Aber können sie auch mit dem Grau scoren. Oh, wow. Boah, der hängt sich rein. Da hängt er sich rein. Und das wird abgepfiffen. Das sieht nach einer gelben Karte aus. Ja, ich glaube für den Bonn-Spieler. Du glaubst für Elster? Ah, doch für den Münchner Spieler. Für Contact from behind. Gelbe Karte für München, Contact from behind. Das heißt, er hat ihn von hinten getackelt, angefasst, was auch immer das verboten ist im Quidditch-Regelwerk. Oh, und noch eine gelbe Karte. Oh. Wegen einem gefährlichen Kick. Ja. Jetzt ist München mal schnell 2 Spieler weniger. München 2 Spieler weniger, aua. Das ist natürlich gerade jetzt bei der Spiellage ganz schlecht. Ja. 110 zu 50, um es nochmal zu sagen. Und ein Tor. Das Tor ging leider nicht rein für Bonn. Heißt aber jetzt auch, München startet einen Angriff mit einem Chaser weniger und einem Peter weniger. Ja, mit 4 Spielern insgesamt. Das ist schon eine Unterzahl. Wenn die es schaffen zu scoren, dann gebe ich Valentin ein Bier aus. Okay. Du musst kein Bier ausgeben. Kein Bier, aber ein Tor für Bonn. München stellt sich jetzt hier wieder auf, versucht ihr Bestes mit noch einem Spieler weniger. Jetzt ist auch Bludger Control bei Bonn, also das, wenn sie da ein Tor schießen, das wäre auch ziemlich gut. Ah, schade. Schade, der Pass war ein bisschen zu weit, aber es war eine gute Idee, weil ich glaube, sie stand da schon ziemlich frei. Das ist wirklich eine große Stärke vom Münchner Spiel, die haben oft einfach gute Passempfänger irgendwie. Ja. Die stehen dann oft frei hinter den Hoops und können das Ding dann verwandeln. Und das war jetzt auch eigentlich fast die einzigste Option. Dieser lange Pass. Ja, genau. Ich würde gerne wissen, was Ratatouille ist. Bonn macht Ratatouille. Mhm. Ja, irgendein Spielzug, aber auch was für Essen. Ja, auf jeden Fall hat es zu einem Tor geführt. Ja, vielleicht sollte ich auch mal mehr Ratatouille essen. Ich kenne das noch aus diesem Disney-Film. Jetzt sind gerade im Moment gar keine Bieter wirklich im Spiel. Noch ein Broomstown und eine Diskussion. Niklas lacht. Das ist kein gutes Zeichen. Ich komme auch an, was das für ein Lachen ist. Ist es ein sympathisches... Nein. Das macht so Spaß, hier lachen, oder so ein hämisches... So dazwischen. Das war sein Haha. Vielleicht so ein hämisches Haar, du kriegst jetzt eine Karte lachen.
Und noch eine blaue Karte. Aber es hat noch eine blaue Karte. Eine blaue Karte. Für Lukas Schmidt. Der muss jetzt auch eine Minute raus. Ist der andere Bieter von München schon wieder drin eigentlich? Ja, scheint so. Achso, ich ja, sehe ihn zumindest nicht mehr in der... Jonas ist das, glaube ich. Oh. Tor für München. Tor für München, schön. 120 zu 60, noch 60 Punkte Differenz und 30 Punkte, bis sie in Swim Range sind für Sinchon Pitch. Und jetzt macht sich auch, glaube ich, weiß die Zeit gerade nicht, aber der Schnatz macht sich auch bereit. Ja, der Schnatz macht sich bereit auch. Und die Seeker, ja, stimmt. Wieder Ratatouille. Ah, ja. Aber die Bieter haben das schön gemacht, haben die Situation geklärt. Und Bonn versucht hier früh Angst zu machen. Sita Nummer 18 sagt, hier kommst du nicht vorbei. Und hält seinen Arm raus. Hat München, oder da liegt ein Blatscher einfach bei den Hoops, bei den Münchnern. Hat das noch keiner gemerkt? Ja, gute Frage. Weil gerade der eine Bonn-Spieler sogar auf den Münchner Spieler zugeht und mit ihm um den Blatscher kämpfen will. Das muss er gar nicht. Ja, verstehe ich auch nicht, aber jetzt hat die Situation ja geklärt. Ja. Münchner Bieter raus und wieder drinnen und wieder raus und wieder drin. Ja, hat sich hier Blatscher kommt, okay, zumindest ein Blatscher gesichert. Und Bonn sagt gerade, sie haben BS. Und aus der Subbox von Bonn kommt jetzt, spielt keinen Schrott, spielt sicher. Das ist eine gute Ansage. War das die genaue Wortwahl? Ich glaube schon, oder? Also vielleicht hat er den Schrott gesagt, aber ich meine schon. Das ist immer eine gute Aussage. Und jetzt gibt's Lob, weil sie den Koffer behalten, was auch tatsächlich sehr wichtig ist. Und die Seeker sind raus. Hui, sie stürmen auf den Snitch zu. Der rennt weg. Oh, das ist und der rennt weg. Das ist ein schneller Snitch. Ja. Es gibt ja so also zwei Arten von Snitch, würde ich mal behaupten. Es gibt so kräftige Snitches, die versuchen, die Leute einfach wegzustumpfen, und dann gibt es so schnelle Snitches, die halt wegrennen. Vincent zum Beispiel ist eher einer von denen. Von den Kräftigen? Ja, von den Kräftigen. Ja. Vincent, erstklasse Snitch. Ja, den sehe ich gerne spielen. Ah, ja, ich finde es immer so cool, wenn man die Seeker sich so anguckt und die dann so ein Leuchten in den Augen haben und so dieses Feuer, wenn sie so auf diese Schnatzzocke gucken. So, ich will dich haben. Genau. Komm zu mir. Und da gab es einen Broomstown. Ist das ein Turnover? Oder? Ja. Nee. Hä? Okay. Ich weiß es nicht. Okay, Entschuldigung, ich musste kurz lachen. Wurde gerade versucht von Martin. Hier wurde gerade von Martin Klein, unserem Kamerakind, die Direktive gegeben. Der Snitch-Ref möge doch nicht zwischen Kamera und Schnatz stehen. Was natürlich nicht Priorität hat. Wir haben eine rote Karte. Eine gelb-rote Karte für München, ja, stimmt. Und zwar für, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, für Ignoring Beat Call. Ignoring Beat Call. Ja, das ist immer, das ist mies. Ja, weil da deshalb eine rote Karte ist ärgerlich. Es ist so, Ignoring Ref Calls ist halt auch wirklich, manchmal hört man es einfach nicht. Entschuldigung, ich war nur gerade abgelenkt. Heidelberg hat gegen Leipzig gewonnen. Heidelberg hat wohl gerade gegen Leipzig gewonnen. Okay, das überrascht mich jetzt auch. Aber Heidelberg hat gestern auch gegen Ruhr Phoenix abgezogen, 80 zu 70. Und damit Ruhr Phoenix quasi die deutsche Meisterschaft gekostet. Puh, ja. Wir sehen uns auch gerade von München bei den Seekers, die machen Defensive Seeking. Also München will das noch aufholen, oder probiert es zumindest. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich sehe momentan relativ wenig Chancen für München. Vor allem, weil sie jetzt noch einen Spieler in der Penalty-Box haben für 2 Minuten. Also ich glaube auch nicht wirklich dran. Aber der einzige oder einer der wenigen Vorteil von diesem Turniersystem, Entschuldigung, ist ja, dass ich glaube jetzt, wenn München jetzt verliert, ist das nicht das Ende aller Tage. Nee.
Definitiv. Sie haben immer noch Chancen, dann zu gewinnen. Aber es wird schwieriger. Schönes Tor, Hanna Große. Die Beater konzentrieren sich auch ehrlich gesagt eher jetzt auf Chaser Game. Da sind so gut wie gar nicht bei den Suchern. Ja, ist aber auch verständlich, weil... Ja. Aber der Sucher wartet auch einfach, bis dann die wieder mal kurz vorbeikommen. Aber für den Schnatz ist das natürlich gut. Der kann weiterhin versuchen wegzurennen. Ja. Und... Hui. Der Sucher möchte bald auswechseln. Das war wirklich sehr laut. Aber es ist auch, Seeken ist wirklich anstrengend. Also ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich möchte es auch nicht ausprobieren. Seeken, ich habe das schon mal ausprobiert und meins ist es nicht. Nee. Man muss die ganze Zeit, also das Frustrierendste ist halt, wenn man dauernd abgebietet wird und dann zu den Ringen zurückläuft. Und du bist schon so fertig und musst trotzdem jedes Mal zu den Hoops zurück. Das tut tatsächlich auch dann immer den Beatern leid. Also ich habe da schon mehrmals mit auch unseren Beatern drüber geredet. Das tut denen dann auch leid, den gegnerischen Sucher da rauszubieten. Ja, ja. Und... Bonn im Koffelbesitz und im Angriff. Der Schnatz rennt wieder weg. Ich bin gerade sehr verwirrt, was im Spiel gerade passiert. Oh, da gab es einen Snitch-Catch gerade. Der ist einfach vorbeigesprungen und hat ihn abgezogen und sich dann elegant weggerollt. Und zwar gerade, sie haben den Sucher ja gerade ausgewechselt. Das war natürlich auch sehr gut. Ja. Frisch eingewechselter Sucher, weißt du, wer das war? Nummer 3. Den habe ich jetzt noch nicht wiedererkannt. Also ist es wahrscheinlich ein neuerer Spieler, was natürlich umso schöner wäre. Das wäre wirklich schön. Hast du den Catch gesehen? Nee, aber der Catch ist gut. Entscheidung. Catch ist gut. Bonn gewinnt dieses Spiel. 160-60, das ist ein deutliches Zeichen. Ja. Ja, verdienter Sieg. Ja, trotzdem muss man sagen, München hat sich auch nicht schlecht angestellt. Ja. Also man muss auch immer bedenken, kleiner Kader. Kleiner Kader, ja. Jetzt freuen wir uns mit Bonn. Genau, wir freuen uns mit Bonn, ja. Wir verabschieden uns. Genau. Vielen Dank fürs Zugucken. Bleibt weiterhin am Endgerät sitzen. Es kommt bestimmt wieder ein spannendes Spiel. Es kommt bestimmt gleich wieder. Hier gibt es nur spannende Spiele. Und hier scheint die Sonne. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.